Malaria am Rap, es ist nichts Neues. Selbst der Freundeskreis verteufelt ja seit neuestem sein Gefolge, denn die Meute hängt am True School. Und das ist leider nicht ertragsfähig, darum muss ein Crow-Feature her. Yo, Cashflow-Style. Da würde ich gerne mal der Hancock sein, die Wackness auszulöschen mit nem Schlag, anstatt mit 16 Zeilen wär heftig geil. Doch auf so nem Instrumental Wack MCs zerstören ist schon fast wie Hoden in die Fresse, arg beleidigend und arrogant. Shit. Wir sind so allerhand, stuck on realness, Furp und Uncut, schnappt ihr besser Mama Sand. Und wenn der Beat die pure Smoothness impliziert, wird das Endprodukt letztendlich alle Crews atomisieren. Sieg führen die Kriegsführung, lasst euch von mir sagen, yo, der Grund, dass ihr noch lebt, ist mein Mangel an Uran, sowie das Panzerbataillon. Und die fehlende Garage, darum greife ich auf Musik zurück und rappe mich in Rage. Rap euch zu Blamage, denn neben meinen Rap-Skills wirken eure wie ein Mädchen, das von Penissen verschreckt wird. Und die elendige Wackness widerspiegelt sich in Texten, doch verewigt sich im Geiste von sehr einfachen Gemütern. Sie nennen das Lapidar in Ohrwurm in Action. Wir hingegen sagen einfach, das ist Körperverletzung. Nennt das Kind doch beim Namen, bevor ich solche Hooks mache, lasse ich mich ehrlich gesagt lieber von Mörsern zerfetzen.